Hallo miteinander, seid gegrüßt. Heute gibt es mal wieder ein Video. Ich habe natürlich, wie soll das auch anders sein, seit geraumer Zeit überhaupt nichts hochgeladen. Aber das liegt daran, dass ich das einfach nur casual mache und dazu ich fast keinen Bock habe, oder das zu machen. Also ich habe jetzt mich hier rumgesehen und ich habe alle meine alten Spiele. Ich habe einige alte Spiele gefunden. Und davon ist eines ein absoluter Klassiker. Ich habe Stunden meiner Kindheit damit verbracht, dieses Spiel hier zu spielen. Und zwar Austin Cooper S Racing. Mann, das hat mir mal mein Vater oder so mitgebracht. Keine Ahnung, wer das hat. Er hat gesagt, das hat nur 5 Landeswährungen hier eintragen gekostet. Und weil ich damals noch überhaupt noch keine. Dieses Spiel, ja, hat meine Zockerkarriere besiegelt. Oder das war der Ursprung, The Origin. Das war der, wie soll ich sagen? Wie sagt man dem? Es gibt ein Wort dafür. Das nennt man, der Startschuss. Das war der Startschuss. Und schon geht es los. Und das ist nicht der Original-Soundtrack. Da habe ich wohl irgendwas mal herumgebastelt. Ist egal. Play Game. Medium Rather Key. Easy Hard. Ich glaube, ich nehme jetzt mal den Learner Driver. Ich habe das schon seit geraumer Zeit nicht mehr gespielt. Oder doch? Also, da unten steht ein Score von 2023. Ah, natürlich. Ja, also jetzt muss ich etwas erklären. Also, ich habe mir jetzt meinen eigenen Computer zusammengebaut und dabei habe ich die Festplatte des ältesten PC, das ich hatte, habe ich auch eingebaut. Und offenbar ist da jetzt noch der Spielstand drauf. Aber das ist gut, das ist glaube ich egal. Also ich habe das nie fertig gespielt. Also natürlich 1000 Mal, aber das letzte Mal, als ich das gespielt habe, war ich glaube ich nicht fertig geworden. Nein, ich sehe es ja gar nicht. Also ich habe hier offen. Also das Auto habe ich schon, aber das noch nicht. Ja, nicht schlecht, ne? Das ist schon, aber. Vor allem den goldenen. Ja, habe ich doch alles schon durch. Also gut, ich habe mir das jetzt folgendermaßen überlegt. Ich fange mit euch jetzt einfach ein neues Spiel an. Ich nehme jetzt die blaue Karre. Oh, warte, Moment mal. Ich kann ja auch Daisy nehmen, aber einfach der zweite Spielstand hier. Also hier habe ich ja schon was. Dann mache ich einfach hier. Please wait. Fangen wir einfach von vorne an. Boah, und das Headset ist echt laut, Alter. Kann man das nicht leiser stellen? Augenblick. Ah, ich muss schon wieder eine Pause machen. Augenblick, tut mir leid. Also ja, tut mir leid, ich muss jetzt etwas einstellen. Das Headset war viel zu laut. Und mir ist gerade aufgefallen, das kann man nur am Computer einstellen. Also es gibt kein kleines Rad, das man am Headset einstellen kann, womit man die Lautstärke verringern oder vergrößern kann. Aber sonst hätte ich mir einen Ohrenschaden geholt. Aber ich merke gerade, es ist immer noch verdammt laut, Alter. Ich muss das nochmal einstellen, tut mir leid. Also ja, jetzt passt das. Ja, jetzt ist das hier in Ordnung. Play Game. Spielen wir das scheiß Spiel auf einfach. Mal gucken, wie weit ich komme. Single Event. Und ja, jetzt können wir diese Waage natürlich nicht haben. 5000. Das ist die Hälfte. Wow. Nun gut. Nehmen wir Regret. Checkers. Ja, wir fahren mal mit der Big Red. Und zwar erstes Level, 3 Runden. Puh, entspannt. Ich glaube, ich habe schon erwähnt, dass die Intro-Musik ist nicht die Originalmusik. Ich glaube, da habe ich mal irgendetwas herumgebastelt. Ah, ich liebe diese Map. Ist wirklich sehr schön gestaltet. Also jetzt wie das Alter des Spiels jetzt mehr als 10 Jahre alt oder so. Oder noch mehr. Aber es ist echt süß gestaltet, das Ganze. Die ganze Stadt, ganz Venedig. Wirklich echt süß. Also los geht's! Oh, ich bin gespannt, wie das wird. Und los, und Alter. Ah, nein, 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 nein.
müssen wir gut aufpassen, dass die uns nicht überfahren. Und wir müssen diese Punkte dieser Hurensohn. Was klaut ihr mir? Meine Punkte. Ist der dämlich oder was bremst denn der? Oh, Alter. Oh. Also, ich kann mich noch vage erinnern, dass es eine Handbremse gibt, womit man dann so um die Ecken driften kann. Aber ich bei der Maus und Tastatur ist das fast nicht möglich. Also das letzte Mal, als ich das als Kind gespielt habe, hatte ich einen Joystick. Mal gucken, ob ich den noch habe. Aber ich versuche jetzt mal so. Aber die Handbremse geht, glaube ich, kann man so fast nicht einsetzen. Und bei der Rückspiegel, glaube ich, Controller-Einstellungen mir zu Gemüte ziehen. Da auch ein paar Punkte. Jetzt haben wir schon 60. Und die Musik. So, und jetzt kann man hier noch abkürzen. Und zwar hier durch. Hier. Und los geht's. Boah, die haben mich ja fast eingeholt, aber ich bin nur noch Erster. Ich bin noch Erster. Und da irgendwo weiß ich kann das machen. Ach, mit Delete kann man nach hinten gucken. Ich habe gewusst, dass das geht, aber ich wusste nicht mehr ganz, welche Taste das war. Oh, das ist echt schwierig. Aber wir haben einen soliden Vorsprung. Das passt. Das passt. Sehr gut, sehr gut. Oh, da noch ein paar Punkte. Nervt nicht, dämliche Tauben. Nein, das sind keine Tauben. Was sind das? Möwen. Aber weiße Tauben können es ja auch sein. Tauben der Liebe. So. Aufpassen. Also ich weiß auch früher, war das echt schwierig, durch diese schmalen Gassen hindurchzukommen. Aber jetzt geht's. Jetzt muss ich sagen, jetzt geht's. Oh, wir sind schon in der dritten Runde. Ja, dann ist der Sieg uns ja schon fast gewiss. Aber ich denke, ich mache da noch eine Runde, aber da verlieren wir, weil ich dann einfach nur das Geld einsammeln will. Also die erste Runde gucke ich schon, dass ich Erster bin, damit wir einfach schon mal alle Coins einsammeln können, die so rumliegen. Weil ich versuche jetzt schon, das Spiel jetzt durchzuspielen und alle Punkte. Also viele Coins, Münzen, Währung, Scheiße allein zusammen, so dass wir dann auch alle Autos haben, also alle Cooper. Also ihr seht das ist ein uraltes Spiel. Aber ich finde es wirklich sehr niedlich gestaltet, sehr süß. Ja, mit den Brücken und alles. Oh, ich schwimme echt gerade in Nostalgie, Alter. Und boom, Pussy Bitch Move. Ja, Sieger, 117 Punkte, Master Chief confirmed. Und 3 Minuten, sehr gut. Big Red, continue mit Shift. Was ist das denn für ein Stück? Retreat a level. Nein, ich denke, wir machen das nochmal, aber. Dieses Mal. Oh, fast. Nehme ich den schwarzen, aber ich fahre jetzt diese Runde und zwar 5-mal. Aber diesmal geht es nur um Punkte. Ich sammle jetzt einfach nur die Punkte ein. Und der Soundtrack scheint sich auch zu verändern. Und los geht's. Und jetzt suchen so. Oh, wir sind schon Erster. Sehr gut, tolle Runde, super. Also jetzt diese Punkte, die da so in Vierer. Also das davor, die da in so Vierer Blöcken platziert sind. Ich glaube, die kann man eben nur alle auf einmal erreichen, wenn man dann mit der Handbremse driftet. Dann wird man schräg und es ist möglich mit dem Auto alle Münzen einzusammeln, aber die Handbremse, die kann man fast. Ich glaube, das ist der Controller, aber da kommt man nicht dazu. Es ist wirklich sehr schwierig. Ja, ich
aufpassen, konzentrieren und reden. Aber ich hab noch Pulver gekratzt. Also ich sehe hier überall so Münzen. Die silbernen gehen glaube ich 20 und ich fahre deutlich schlechter als die letzte Runde. Aber diese Runde geht es nur um die Münzen einzusammeln. Fein, die anderen sind weit hinter uns. Also ich weiß noch, dass hier ein Goldener, der gibt 100, sehr gut. Rückwärts. Ach, das war rückwärts. Ich bin da, aber das ist egal. Geht nur ums Geld, diese Runde. Oder sogar letzter. Tja, aber wie schon gesagt, geht nur ums Geld, diese Runde. Und das sage ich etwa jetzt schon zum 20. Mal. Ich glaube, jetzt hat das wohl jeder kopiert. Aber egal. So, Zeichen 5 und. Da ist vielleicht auch noch ein. Das ist gar nichts. Aber es hat Bananen und Äpfel. Und Kisten. Oh! Was war das denn? Hä? What the fuck? Was ist wegen diesem Korb? Früchten? Ja, die Blumen im Vasen sind unzerstörbar, man kann sie umfahren. Köstlich. Ja. Also das ist jetzt nur das erste Level. Der Rest der Stadt, den können wir dann auch noch erkunden. Aber es gibt leider keinen Freispielermodus. Das heißt, dass man so einfach so in der Stadt herumfahren könnte. Was ich ziemlich schade finde, weil sie haben echt. Das ist echt eine niedliche Stadt. Wäre doch echt cool, wenn man die einfach so ein wenig erkunden könnte. Aber das. Oh, ich probiere es nicht runterzufallen. Oh, passt sehr gut. Und hier ist, glaube ich, auch noch ein Punkt. So. Und dann wieder rückwärts. Und weiter geht's. Auch uns geholt, sehr gut. Ich meldige gerade 3 Runden hätten gereicht. Naja, versuchen wir noch die anderen einzuholen. Mal gucken, ob das klappt. Aber ich denke nicht. Ich fürchte, es wird nicht funktionieren. Mal gucken. Oh, doch. Oh, wir werden nicht letzter. Dieser dumme Idiot, was fährt denn der rückwärts? Ich verkackt dumme NPCs. Also. Yes, wir sind 5. Wir sind nicht letzter. Den. Sind ja auch noch 4. Nein, warte. Der hat uns überrundet, oder was? Ah nein, jetzt sind wir 4. Was zum. Oh, vielleicht schaffen wir es. Noch vielleicht. Ich wage jetzt nichts zu sagen, aber vielleicht tatsächlich. Ich hoffe, die ist tatsächlich noch auf das Podest. Mal gucken. Wenn wir jetzt gut fahren. Oh. Diese verblödete Hurensohn. Yes, tritt! Dieser Bastard! Nein! Dieses Arschloch hätten ihn gehabt, ich hab den Raum gerammt, aber nein! Dieser miese Hund, dieser. Egal, den holen wir uns noch. Was fährt denn der jetzt rückwärts, dieses verblödete Kind? Naja. Oh, wir sind tatsächlich noch 3. Platz. Top. Aber wo sind die wohl die anderen beiden? Die kann ich nicht sehen. Hinter mir ist keiner, vor mir ist keiner. Wo sind die so
Runde finden. Also jetzt jedes Rennen sind drei Personen, ne? Ja, jetzt diese Münzen habe ich auch nicht aufgesammelt. Also soweit ich weiß, gibt es glaube ich auch noch mehr Punkte, wenn wir besser, umso höher wir in der Rangliste sind. Also dritter Platz ist ja noch Podest. Aber ich versuche jetzt dennoch so weit noch zu kommen, wie es geht, aber die sind da. Ja, keine Ahnung, die sind. Also hinter mir ist niemand, vor mir ist auch niemand, was sind denn die? Was ist so alle? Da in die Ecke, drehen. Das hier könnte man eben Zeit sparen mit der Handbremse, aber das ist fast nicht möglich. Das ist zu kompliziert da. Mit der Tastatur, das geht echt nur beim Joystick. Oder Controller. Mal gucken. Aber es geht jetzt. So geht es jetzt, ja. Ich bin ein Idiot und warum? Also diese anderen beiden, die jetzt erster, zweiter Platz sind, wo sind denn die? Ich dachte, das sind doch auch Trottel, die machen doch auch sehr viele Fehler. Ah, natürlich, die sind natürlich schon fertig. Die sind schon durchs Ziel. Kann ich gar nicht mehr einholen. Weil ich jetzt auch gleich fertig bin und ja, dritter Platz. Der erste ist, hat keine Punkte gemacht. Ah klar, weil ich ja alles eingesammelt habe, ist ja logisch. Warte, wie viele Punkte gibt es denn maximal in diesem Level? Also 1 und 9, 3. Das sind 6. Also maximal 400, weil es gibt ja noch zwei, die haben wir da nicht eingesammelt bei der Kirche. Und 6 haben noch andere, also 400 Punkte. Retreat, nein. Was ist das denn? Also, der Little Blue haben wir schon freigeschaltet, aber wir fahren jetzt den Checker der Swagger. Und gleich nächstes Level. Gut, weiter geht's. Ich hoffe, das nimmt jetzt auf. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, aber ich glaube, ich habe gedrückt, ne? Venice 2, oder Venice 3, ein Venice 2, 3 Runden. Los geht's. Und was soll der Mist, wieso ist da die Maus? Hab ich jetzt mal in die Ecke. Ja. So. Gleiche Einstellung wie vorher. Hier sind wir letztes Mal gestartet. Los geht's. Und wir sind schon erster. Yes. Und wenn ich mich recht entsinne, gibt es so einen Trick, wenn jetzt dann gleich. Oh ja, jetzt sind hier schon Picobello hier um die Kurve. Oh mein Gott, dass ich das noch so drauf habe. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht. Jetzt bin ich positiv überrascht. Nein, echt, oh geil. Da ist gleich einer hinter uns. Oh, dieser Hurensohn hat uns geholt. Tja. Na, dieser Naja. Dieser Bastard. Nein, der klaut uns ja alle Punkte. Dieses Stück Scheiße. Konnte der uns das überholen? Ich dachte, ich hätte so einen tollen Move hingelegt. Alter, lädt mich dann gleich noch kennen, Alter. Hehehe. Oh, aber das ist ganz knapp. Ganz nah. Oh, das ist wirklich schwer. Das ist schon anspruchsvoller. Wenn man nur ganz wenig irgendwo hineinfährt. Ah! Die
Dieses Stück Scheiße, Alter. Nein, du nicht auch noch. Wann macht der einen Unfall oder so? Oh, wir sind schon dritte Runde. Oh, verdammt. So muss ich ihn holen. Yes. Oh, was ist? Verdammt, na, also darf ich keinen Fehler mehr machen. Keinen Fehler. Und der Sieg ist unser. Sehr gut. Ja, top. Aber nur 73 Punkte, das ist schon nicht so viel. Aber egal, Sieg ist unser. Wir haben gewonnen. Yeah. Und die anderen haben gar keine Punkte gemacht. Also dieses Arschloch, der Little Blue. Dieser Hundesohn. Dieser kleine Hundesohn. Alter, shit. Und... Nein, ich glaube, sonst spielt das sonst. Speichert das sonst die Punkte nicht. Continue. Easy Learner Driver. Ja. Schon. Auch wenn es einfach ist, ist schon ziemlich anspruchsvoll, nicht? Daisy können wir noch nicht haben. Wie viele Punkte haben wir? 700. Ja, nicht schlecht. Jetzt fallen hier doch den einfach mal. Jetzt können wir schon das nächste lernen. Aber wir haben doch erst gerade das hier gespielt. Egal. Jetzt geht's nur aufs Geld. Öh, jetzt sind wir schon Erster. Tja. Ah ja, stimmt, ich hatte... Egal. Und wieder hier hoch. Gucken, ob hier wieder der Goldene ist. Nein, hier heute nur der Silberne. Hold on. Doch da noch was gesehen. In diesem Gebäude oder nicht? Keine Ahnung, egal. Also ich weiß jetzt, in diesem Level habe ich keine Ahnung, wo der Goldene steckt sein könnte. Dann muss ich jetzt echt suchen. Oder vielleicht doch. Ich habe eine Vermutung. 60 Punkte, ja nicht so viel. Ist auch nichts mehr, okay. Ja, die anderen waren haben natürlich jetzt alles abgeräumt. Und fahren! Nope. Aber hier kann man sich noch durchfahren. Und jetzt einfach mal alles holen, was hier so ist. Verdammt, zum Glück gibt es keinen Schaden, das Modell, Alter, das teuer werden. Ah, jetzt haben sie mich überrundet. Sehr gut. Oder auch nicht. Egal, diese Runde geht es nur uns nur um die Coins. Ah, da ist der Goldene. Geil. Top. Und weiter geht's. Jetzt ist es ein wenig langweilig, ne? Weil jetzt habe ich ja eigentlich schon alles Punkte, die man haben kann, geholt. Das ist so optimal, aber ja. Ling. Hey, klar. Oh, Little Blue ist der Letzte. Oh Gott, ist das niedlich, wie das alles hier gestaltet ist.
So, dritte Runde und... Aber in dieser Runde waren sie schon gar nicht mehr so schlecht. Habe ich aus Versehen nicht auf einfach gespielt? Weil sonst machen die doch Unfälle, die ganze Zeit dauern nur Unfälle. Ah, da vorne ist noch einer. Vielleicht holen wir... Nein, den holen wir wahrscheinlich nicht. Also, glaube ich, bin ich etwas zu lange. Weil irgendwie machen sie jetzt keine Fehler mehr. Oh, warte, wo will ich durch? So. Ja, also das war jetzt eine echt enttäuschende Runde. Gab nur je 100, 200 Punkte. Vorher hatten wir 150 mehr. Aber wir hatten die beste Zeit. Oh, nein, die schlechteste. Nein, tut mir leid. Und continue. No. Continue. Single Event. Daisy haben wir jetzt. Sehr gut. 1047 ist von 500 und noch 5000. Jetzt fehlen uns ja echt nur noch 3 Autos. Sehr gut. Aber an dieser Stelle mache ich eine kleine Pause. Ich denke, das ist genug für heute. Nächste Part gibt es morgen. Nächstes Level. Oder übermorgen. Keine Ahnung. Mal gucken, wie weit ich komme. Aber ich spiele jetzt auf jeden Fall durch. Das jetzt mal. Weil jetzt ist das nächste Level noch das dritte Venedig-Level und dann gibt es noch 3 in London. Venice Swears. Okay. Bonus. Ein Bonus-Level. Ein Bonus-Level in der Mitte. Vielleicht ist das noch andere Level? Ist ja egal. Also gut, vielen Dank fürs Zuschauen, bis morgen und peace out.